Hallo und guten Morgen zu einem neuen Video von forexhome.de. Ja, hier Euro US-Dollar heute als Tagesstart. Sehen wir uns die ganze Materie mal an. Momentan sehr, sehr schöne Seitwärtsrange zu sehen bzw. auch zu traden. Das Ganze etwas immer auf kurzfristiger Basis gesehen in den letzten Tagen, muss man sagen. Hier gerade im Bereich der wichtigen 1,1260 bzw. 1,1250. Sehen und sahen wir eine sehr, sehr starke Unterstützung. Mittlerweile hier schon so eine Triple-Bottom-Situation, beziehungsweise fast schon ja vierfach, fünffach Boden. Und ja, dann ging es immer mal hier so 100 Pip hoch. Das ganze Intraday sehr, sehr schön für kurzfristige Scalps oder sowas, beziehungsweise einfach kurzfristige Long-Momentum, beziehungsweise konnte man hier auch natürlich an der Oberkante, an den 1,15 sehr, sehr schön shorten. Da ging es auch mal fix 180 Pip bergab. Letztendlich hielt es sich aber die letzten Tage wirklich hier in dem unteren Bereich auf. Und da war natürlich die Frage, da der DAX auch sehr, sehr schön nach oben gegangen ist und die normalerweise negativ korrelieren, die beiden Paare, beziehungsweise der DAX und der Euro US-Dollar, ja, stand so ein bisschen im Raum, ob hier diese Zone gebrochen wird bei 1,1260 bzw. 1,1250. Das Ganze nicht passiert, das liegt an mehreren Gründen, wie ich schon im Text beschrieben habe. Und zwar erstens liegt es daran, dass der Euro hier sich nicht erholt, nur weil der US-Dollar schwach ist. Das auch. Der US-Dollar ist jetzt nicht gerade die stärkste Währung momentan. Und das liegt vorwiegend daran, dass ja, es herrscht Sicherheit. Wir haben mehrere Kompromisse erlebt, gerade weltpolitisch gesehen. In dem Ukraine-Konflikt ist momentan etwas Beruhigung eingekehrt. Die Minsker Konferenz hat ja ein paar Kompromisse ergeben, beziehungsweise einige Einigungen, darunter auch ein Waffenstillstand, und das dürfte vielleicht dafür sorgen, dass hier etwas Ruhe reinkommt in die Indizes und natürlich auch in die Risikowährung, wie beispielsweise den Euro. Und Sicherheitswährungen wie US-Dollar oder Yen haben da natürlich ein wenig das Nachsehen. Aber konzentrieren wir uns hier auf den Euro, US-Dollar und den DAX. Ja, außerdem haben wir neben diesen Sicherheitsdingen, die hier ein bisschen zur Ruhe gefunden haben, auch sehr, sehr gute Wirtschaftsdaten aus der Eurozone in den letzten Tagen gesehen und vorwiegend auch aus Deutschland. Das BIP aus Deutschland deutlich gewachsen, und dementsprechend, ja, gibt es ehrlich gesagt keinen momentanen Grund für großartige Euro-Schwäche, die uns hier durch diese sehr, sehr wichtige Unterstützungszone bringen sollte. Anders dürfte es dann ab Anfang März circa aussehen. Da ist Ratssitzung der EZB, und dort soll dann über die Details der Anleihekäufe bezüglich des QEs gesprochen werden und dann auch sofort damit gestartet werden. Und dann dürften wir hier auch wieder neues Short-Momentum sehen im Euro, aber bis dahin möglicherweise weiterhin Seitwärtsrange und/oder weitere Erholung. Ich hatte gestern noch fix eingezeichnet, wir hatten hier diesen Widerstand gebrochen, der hat sich ein bisschen manifestiert hier seit ungefähr 4 Tagen, und der wurde gebrochen. Dann gab es ein schönes Long Momentum, ca. 80 Pip hier hochgegangen. Hier noch die Einstiegszone, die wurde leider nicht erreicht bzw. nicht getriggert. Jetzt ist natürlich die Frage, man kann hier jederzeit kurzfristig rein, das ist ganz klar. Man sieht es hier im Stundenchart, läuft er recht flüssig, beziehungsweise wenn man in die schnelleren Timeframes schaut, M30 oder M15, dann kann man das Ganze auch recht gut traden. Hier bleibt aber zu sagen, dass er natürlich jetzt schon weit in der Bewegung ist, was dieses Ausbruchssetup angeht. Also er könnte jetzt durchaus nochmal etwas korrigieren, sollte er hier unter dieses letzte Tief fallen, also unter die 1,1339 circa, dann ist Platz bis zu dieser Range-Oberkante im Bereich der 1,1360, beziehungsweise könnte man hier auch etwas Trendlinie zeichnen, wie hier gut zu sehen, entweder die oder als Pufferzone nehmen wir noch diesen Bereich mit dazu, und dann hätte er auch durchaus Potenzial, noch weiterzufallen hier zu den 1,13430 circa, beziehungsweise 1,1350. Von dort aus könnte man nochmal einen Long wagen, einfach aufgrund der Tatsache, dass man ja das Intraday mal probieren möchte. Da bietet sich als Stopzone an dieses letzte markante Tief vor dem Ausbruch, ganz klar. Unter den 1,13250 kommt man hier mit einem sehr, sehr schönen CAV zurecht, beziehungsweise Stop-Loss-Bereich hier selbst an der Oberkante maximal ungefähr ja, 38 Pip bzw. 40 Pip Stop-Loss, und Target wären in dem Bereich ja erstmal die 1,15 bzw. 1,15
5,10 und das wären hier, ja, ist ein sehr, sehr schönes CAV von circa 1 zu 5 bzw. 1 zu 4, muss ich ja nicht reich rechnen. Und alles, was hier über diese Zone schließt oder hier mal einen H4 Candle Close mal über die 1,15, wäre ein sehr, sehr gutes Zeichen, dass das hier eine große bullische Range ist, und wenn die gebrochen wird, dann haben wir auf jeden Fall Potenzial hier ca. 230 Pip in die Höhe, und das bringt uns hier in diese mögliche Wunschzone, Wunsch-Einstiegszone. Das beginnt hier bei den 1,1660 bzw. bis in den Bereich der 1,1750. Wir haben hier in dieser markierten Zone den Daily 50er, 55er EMA, den es hier heißt zu erreichen im Long-Modus, und dort sind dann neue Short-Einstiege möglich, beziehungsweise auch Weekly 10er EMA in diesen Bereichen zu sehen. Und was hier einfach wünschenswert wäre, wenn der Kurs bis zum 55er EMA hochkommt im Daily Chart, einen Spike drüber setzt, meinetwegen auch bis zu den 1,18 hoch, und der Daily Close aber unter dem 50er, 55er EMA bleibt, dann wäre das ein schönes Short-Einstiegssignal, den Stop dann über dem Spike, der hier drüber geragt ist, und dann kann man das ganze Short-Traden markiert mit diesem Dreieck. Das wäre so ein schönes Wunsch-Short-Setup, weil man dann einfach ein sehr viel besseres CAV hat, was die längerfristigen Short-Targets angeht, beziehungsweise auch die mittelfristigen Short-Targets. Man einfach hier viel mehr Platz, als wenn man jetzt hier oder hier unten erst einsteigt, hat man hier gute 400 Pip Unterschied, und das macht sich dann schon auf dem Konto bemerkbar. Short-Seite bleiben weiterhin bestehen, der Bruch der 1,1260, ganz klar, jetzt schon 100 Mal gesagt, dann die 1,11, 1,10 in nächster Instanz, 1,10, psychologisch wichtige Marke, und natürlich auch, ja, durch die runde Zahl einfach sehr, sehr wichtig. Wir haben hier auf Multi-Jahres-Unterstützungsbereich, und sollte das hier fallen, haben wir erst einmal ordentlich Platz, mindestens bis in den Bereich der 1,070. Und dort könnte nochmal eine Art Erholung eintreten. Ansonsten weiterhin dann bis zum 123,6er Fibo Expansion Level, was man hier sieht bei 1,0355. Hier haben wir auch nochmal Multi-Jahres-Unterstützung. Letztendlich der letzte Unterstützungsbereich vor der Parität bei den 1,0. Diese aber von mir angepeilt erst ja, im Laufe der nächsten Monate, beziehungsweise vielleicht erst im nächsten Jahr erreicht. Und ich habe es schon mal in längerfristigen Analysen gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass es dann heißt, gut, so Mitte, Ende nächsten Jahres im Euro oder auch Anfang nächsten Jahres schon. Das QE der EZB zeigt Wirkung. Es wird darüber spekuliert, dieses wieder zurückzufahren oder beenden zu können. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir hier eine ordentliche Rallye machen in dem Bereich, dass wir hier an dieser Trendlinie abprallen, long, und dann wieder hochsteigen. Aber das wird sich zeigen, nur so viel dazu. Kurzer Blick nochmal auf meine Website www.forexhome.de. Ihr findet ihr im Bereich Daten und Termine den Wirtschaftskalender, einfach draufklicken, und dann seht ihr, was ich mit positiven Daten meinte. Ja, hier man sieht es ganz klar, heute für den Euro deutsches BIP heute früh um 8, wirklich deutlich höher, und auch für das Jahr. Das Q4 sehr, sehr deutlich im Plus, und natürlich hier auch Niederlande, Frankreich, haben wir Spanien, alles durchweg wirklich durchaus positive Zahlen. Jetzt nichts, um den längerfristigen Short-Trend sicherlich umzukehren im Euro, aber durchaus Potenzial. Was uns hier noch erwartet, heute um 11 Euro Daten, Eurozone-BIP, das wird nochmal interessant. Bleibt es gleich oder ist besser? Beziehungsweise die Handelsbilanz, heißt das auch weiteren Aufschwung im Euro, beziehungsweise weiteres Long-Potenzial. Weiterhin zu sagen, 14:30 Uhr Exportpreise, Importpreise, Importpreisindex der USA, das wird nochmal interessant für, ja, kurzweilige US-Dollar-Stärke oder vielleicht sogar wieder den entscheidenden Drehmoment in den US-Dollar-Paaren. Und ja, ansonsten bleibt nicht mehr viel. Heute 16 Uhr Michigan Konjunkturerwartungen. Und dann war es das eigentlich schon für den Freitag, für den letzten Handelstag der Woche. Ansonsten FOMC-Mitglied Fischer nochmal 19:30 Uhr. Aber das dürfte die Märkte jetzt nicht großartig bewegen, sollte hier kein äußerst überraschender Kommentar kommen.
Ansonsten nochmal vielen Dank an die vielen, vielen Mails bezüglich oder vielen, vielen Mail-Absender bezüglich der Coaching-Angebote, beziehungsweise gerade dem Coaching-Angebot 2, das Online-Coaching. Und vielen Dank an die etwas fortgeschritteneren, beziehungsweise schon an die Profis, die sich auf den März haben verlagern lassen, damit wir für den Februar noch etwas Puffer haben für Anfänger, beziehungsweise fortgeschrittene Anfänger, die gerne noch im Februar mit einem Coaching anfangen wollen. Anfragen dazu gerne über Kontaktbriefkasten, Betreffzeile, einfach Coaching-Anfrage und dann gibt es weitere Informationen von mir. Entschuldigung. Zum Schluss wie immer der Chart. Ich zeige es hier nochmal und sage Tschüss, einen schönen Handelstag. Auf Wiedersehen.